Hallöchen und ho ho ho! Willkommen zum ersten Adventskalender-Unboxing 2024. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe heute den Rossmann 24 Moments Self-Care Only for You. Und wenn euch interessiert, was sich in diesen 24 Böckslein verbirgt und ob sich das Ganze hier lohnt, dann schaut nach dem Intro ins Video rein. Bis gleich! Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Noemi, 18 Jahre alt. Für diejenigen, die neu hier sind, herzlich willkommen. Auf meinem Kanal dreht es sich rund um die Themen Beauty, Ernährung und mein Leben als blinde Studentin. Also alle Themen, die mich gerade beschäftigen und von denen ich hoffe, dass sie dir Freude bereiten und dass wir gemeinsam eine schöne Me-Time haben werden. Ich habe ihn euch im Intro schon gezeigt. Leider passt er nicht so ganz in die Kamera. Mein Schreibtisch ist zu niedrig. Aber der sieht toll aus, oder? Richtig schön bunt, farbenfroh. Es sind richtig viele süße, niedliche Schachteln, die darauf gewartet haben, dass wir sie jetzt gemeinsam unboxen. Und das machen wir auch gleich. Vorher aber ein paar kurze Facts zum Kalender. Erstens, der kostet 23,95 €, gibt es im Online-Shop von Rossmann und mittlerweile auch in einigen Filialen. Ich habe ihn in meiner Filiale gekauft. Genau. Hier ist ein bunter Mix an Eigenmarken von Rossmann drin. Wir haben hier aber nicht nur Pflege oder nicht nur Kosmetik, sondern auch Tools und ein paar Nahrungsergänzungsmittel bzw. auch Naschereien enthalten. Rund um die Marken Isana, Altera, For Your Beauty, Enerbio und Co. Ja, ich liebe diesen Kalender. Ich kaufe ihn das dritte Jahr in Folge. Was mir dieses Jahr positiv heraussticht oder für mich positiv auffällt, ist die Box, die ich euch gezeigt habe. Einmal von hinten und dazu gibt es natürlich auch einen Deckel. Diese Box ist schön solide und die kann man inklusive der Schachteln selbstverständlich wiederverwenden und neu befüllen. Die Schachteln sind nicht neu, das gab es jedes Jahr, aber die Box, das war ein Problem in den letzten zwei Jahren. Das war immer so ein offener, quadratischer Papprahmen und wurde quasi wie hier die Boxen gesehen hast, ohne Deckel quasi. Und dann hast du das ein, zwei Mal raus und rein getan und dann sind die Ecken aufgegangen und du konntest das ganze Geläsch wegschmeißen. Weil ohne Umverpackung kannst du die einzelnen Schachteln natürlich auch nicht irgendwo hin tun. Das war ziemlich blöd und entweder haben sie es selber gemerkt oder die Kunden haben sich einfach beschwert. Jedenfalls haben sie sich dieses Jahr was ganz Schönes ausgedacht und richtig schön hier so eine Box entwickelt, die solide ist und die auch wunderbar als Geschenkverpackung wiederverwendet werden kann, selbst wenn man den Kalender nicht wieder befüllt. Finde ich cool. Ja, 24 € kostet er, das heißt etwa 1 € pro Türchen. Ich bin super gespannt, was wir hier drin haben, beziehungsweise ich weiß es theoretisch schon. Ich gucke mir das immer vorher an, egal was andere davon halten. Aber ihr müsst bedenken, ich kann nicht spontan wie alle sehenden YouTuber hier meine Produkte rausholen und euch sofort sagen, was das ist. Das wäre für mich eine Heidenarbeit und deswegen weiß ich schon, welche Produkte wo drin sind. Aber ich zeige euch trotzdem alles und werde euch zu jedem Türchen mein Feedback geben. Und jetzt legen wir endlich los. Falls die Produkte übrigens in den falschen Türchen drin sind, das als allerletztes, wundert euch nicht, ich habe die Sachen schon mal ein- und ausgepackt. Aber ja, genau, so sehen die Türchen hier einmal aus. Das hier ist jetzt die Nummer 1, aber es gibt auch anders geformte Türchen. Ich zeige euch die zwischendurch einfach mal. Oh, wie cool, das ist nice. Meine absolute Lieblingslippenpflege von Isana. Mega schön. Und zwar die Honiglippenpflege. So sieht die aus. Oh, lecker. Sehr, sehr lecker. Ist eins der ersten Produkte, die ich bei Rossmann getestet habe. Kenne ich schon lange, habe ich aber ewig nicht benutzt. Und ich freue mich gerade so sehr. Feiere ich. Es ist ein schönes Einstiegsprodukt. Braucht man im Winter garantiert. Und ich liebe diese Lippenpflege, weil die gut duftet und gut pflegt. Und das hat man selten so in Kombi, vor allem bei Drogerieartikeln. Cooler Start. Weiter geht's mit der Nummer 2. Das ist zum Beispiel so ein längliches Päckchen. Ah, da haben wir auch schon was zu naschen drin. Das finde ich ja ziemlich gut, muss ich sagen. Hier haben wir so ein kleines Tütchen von Enerbio. Da haben wir in Vollmilchschokolade gehüllte Cashews drin und das Ganze mit Salted Caramel. Geile Kombi, ist so eine kleine Handvoll zum Snacken, nicht viel, aber
auch mal eine schöne Abwechslung. Das liebe ich an diesem Kalender so sehr. Und es ist irgendwie eine nette kleine Nascherei für die Adventszeit. Finde ich gut. In der Nummer 3, da haben wir hier, das ist so ein langer, dünner Lulatsch. Ist aber relativ schwer. Ah, jetzt ja. Oh, okay, ja. haben wir hier von Wellmix eine Liquid Magnesium Apple Flavor Trinkampulle, 175 Milliliter. Sage ich gleich noch was zu. Ich habe mich mal ganz frech schlau gemacht vorher im Online-Shop von Rossmann. Tatsächlich gibt es die nicht, wie ich dachte, im Multipack, sondern nur einzeln. Und so eine Ampulle kostet 3 Euro. Also Respekt, das würde ich nicht zahlen, wenn ich mir sowas holen würde. Da kaufe ich mir lieber die 500 Tabletten von TTZ für 6,99 oder was die kosten. Das kommt mich günstiger, ne? Also, jo, finde ich schön, dass hier sowas drin ist. Vor allem mit Apple-Flavor bin ich ja sofort dabei. Magnesium braucht jeder. Ich finde es nur ein bisschen schwierig, sowas in Adventskalender zu packen, weil vielleicht der ein oder andere dann sagt, du, ich habe mein festes Medikament oder Nahrungsergänzungsmittel oder Konzentrat, darauf schwöre ich. Und es ist nett, dass du das hier reinpackst, aber finde ich irgendwie so semi-toll. Von daher finde ich es gut, wenn es nicht drin gewesen wäre, würde ich es auch nicht vermissen. Aber es ist trotzdem interessant, mal was anderes. Es passt zu diesem Kalender und ich werde es ausprobieren. Lange Rede, kurzer Sinn. Bevor wir mit der 4 weitermachen, entschuldigt übrigens den nicht vorhandenen Hintergrund. Ich habe hier zwar schon so einen Hauch von Weihnachtsdeko aufgestellt, habe ich euch auf Insta auch schon gezeigt, aber leider passt das nicht so ganz ins Bild. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Die Nummer 4 ist wieder so ein etwas kleineres. Oh, okay, cool. Hier haben wir jetzt eine Handcreme, 30 Milliliter Granatapfel von Alterra enthalten. Wir riechen mal dran. Ist auch noch nicht verschlossen. Oh ja, das ist der klassische Alterra-Duft. Leicht muffig, aber trotzdem frisch. Riecht typisch nach Naturkosmetik und das meine ich gar nicht im negativen Sinne. Aber das hat halt auch Wiedererkennungswert. Hatten wir vorher nie drin. Handcreme ist definitiv eine wichtige Geschichte, gehört in jeden Beauty-Kalender rein, der irgendwie mit Pflege was am Hut hat. Finde ich toll. Werde ich aber wahrscheinlich weitergeben, weil ich habe sehr viele Handcremes, auf die ich schwöre. Und ich teste mich da zwar auch gern durch, aber naja, ich glaube, die Handcreme nehme ich dann doch eher wann anders mal oder verschenke sie. Die Nummer 5 ist neben der Nummer 3 auch so ein langes Ding, aber sehr, sehr leicht. Ah, okay, das ist spannend. Das hatten wir, glaube ich, auch noch nicht drin. Die Seite hier ist ein bisschen dunkler, schaut mal. Und auf der Vorderseite seht ihr hier auch den Namen. Das ist eine Nagelpolierfeile von For Your Beauty. Finde ich spannend. Es ist mal was anderes als die 0815 Nagelfeile, die du in jedem Billo-Kalender hast. Ich habe bei meiner Nagelfeile diesen Step mit drin. Also habe quasi auf der einen Seite einen feineren und einen raueren Feilstep und auf der anderen Seite irgendwie ein oder zwei Polierschritte. Und deswegen brauche ich die jetzt nicht. Aber für Leute, die das nicht haben und nicht kennen, finde ich das eine nette Geschichte. Vor allem, wenn man bedenkt, vorher hatten wir die Nagelpflege drin oder die Handcreme. Und jetzt kümmern wir uns um die Nägel. Das finde ich dann doch ganz gut durchdacht. Nikolaus darf etwas Besonderes sein. Ist klein, aber sehr schwer. Das ist cool. Das ist richtig cool, Leute. Wir haben hier von Rival de Loup, Rival Loves Me, auf jeden Fall von Rival, einen Professional Base Coat, Nagellack, also einen Unterlack quasi. Das ist cool. Damit haben sie gleichzeitig auch das Problem gelöst, dass irgendwer rummeckert und sagt, das ist aber eine blöde Farbe, die kann ich nicht tragen. So ein Base Coat kann jeder gebrauchen. Die Produkte von denen, gerade die Nagelprodukte, sind qualitativ sehr, sehr hochwertig. Ich denke, 2-3 Euro wird er normal auch kosten. Das finde ich ist ein würdiges Nikolaus-Produkt für diesen Kalender. Und das dritte Nagelprodukt in Folge. Trotzdem passt es aber. Wir cremen uns erst die Hände ein, dann werden die Nägel poliert und dann lackiert. Mal gucken, was die 7 bereithält. Die 7 ist so ein ganz, ganz schmales, kleines Türchen und auch super, super leicht. Oh, das vierte Nagelprodukt. Jetzt wird es langsam kritisch, Leute. Aber ich meckere noch nicht. Wir haben hier süße Nagelsticker, so in Weihnachtsoptik auch, von Rival.
Und ja, kann man machen. Man kann sich damit einen hübschen, schlichten und natürlichen Nagellook zaubern. Einfach mit so einem Basecoat und dann so ein paar Nagelsticker draufklatschen. Finde ich spannend und gut. Jetzt hatten wir allerdings vier Produkte für Hand und Nagel in Folge. Jetzt muss mal langsam was anderes kommen. Trotzdem gut durchdacht und schön aufeinander abgestimmt. Das gefällt mir sehr. Man merkt, das Rossmann-Team hat sich hier Gedanken gemacht. Claudis Welt sagt immer, die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Und das tut sie hier definitiv. Und zwar von Isana haben wir hier Koffein Winter Glow Eye Patches. Sehr schön. Wir haben irgendwie jedes Jahr auch eine andere Variante drin. Letztes Jahr hatten wir so Schneegestöber, glaube ich, mit am Start. Finde ich cool. Gefällt mir. Werde ich gerne, gerne testen. Ja, ist ein schönes Produkt und auch die Augenpartie wird im Winter schnell trocken. Augenpads, finde ich, gehören auch einfach in den Pflegekalender rein. Feiere ich total. Die Nummer 9 ist neben der Nummer 1. Okay. Wir gucken mal. Oh, das hatten wir, glaube ich, auch noch nie drin. Guckte mal. Von Domol ein ätherisches Orangenöl in 10 Milliliter in so einem Glasflakönchen. Ja, wir schrauben es mal ganz vorsichtig auf, aber ich rieche es schon. Ja, naja, nee. Leider kriegt es kaum eine Firma hin, einen wunderschönen, natürlich authentischen Orangenduft hinzukriegen. Auch diese Firma bedauerlicherweise nicht. Ich bin eher so der LED-Kerzen- und Lichterketten-Typ. Vielleicht auch mal einen Raumduft oder eine Duftkerze. Aber ich bin für so ätherische Öle nicht so ganz zu haben. Ich habe auch keine Duftlampe oder so. Aber meine Tante wird sich da sicher sehr drüber freuen. Und ich finde es allerdings trotz alledem ein wirklich cooles Produkt. Die Nummer 10. Okay, das ist auch mal spannend. Ja, gefällt mir. Von Enabio die Sweet Golden Milk haben wir hier drin. Reicht für 500 Milliliter warme Milch. So ein kleines Päckchen. Okay. Ist mit Kurkuma, Kardamom, Zimt und anderen tollen Gewürzen, die gut fürs Immunsystem sind und auch zum Winter passen. Habe ich noch nie getrunken, bin ich aber sehr gespannt drauf. Also werde ich sehr gerne testen. Ja, finde ich cool. Ist mal was anderes. Und genau das Richtige gerade, weil alle um mich herum krank sind. Das ist perfekt für mein Immunsystem. Das wird sich da sehr drüber freuen. Die Nummer 11 haben wir hier. Tada-da. Aha, das hatten wir auch schon öfter drin gehabt, tatsächlich. Och, wie süß. Guckt mal das Packaging hier. Das ist nett. So eine kleine Papphülle. Leider wieder ohne Ampullenaufbrecher, aber da rege ich mich schon fast nicht mehr rüber auf. Guckte mal, hier so eine ganz klassische Ampulle, 2 Milliliter enthalten. Hyaluronampulle haben wir hier enthalten. Ist eine coole Geschichte. Hyaluron ist feuchtigkeitsspendend und perfekt für die ausgetrocknete Winterhaut. Und ich finde es schön, dass wir hier sowas drin haben. Das hatten wir in den letzten Jahren auch immer mal wieder drin, weil man sich so durchtesten kann und hat kein Serum, was man vielleicht dann doch nicht verträgt in groß, sondern hat eine Anwendung und fertig. Und ich glaube, zumindest bei der Hyaluron-Geschichte müsste es die entsprechende Ampullenkur bei Rossmann auch geben. Also es ist auch eine ganz gute Werbung, muss man sagen. Halbzeit, die 12. Groß, aber leicht. Oh, und ein sehr kleines Produkt für diese große Tür. Spannend. Ja, wir haben hier von Fußwohl eine Fußmaske drin, 15 Milliliter. Die Füße sind auch unglaublich wichtig zu pflegen im Winter. Und das ist meine Lieblingsfußmaske, die es momentan bei meinem Rossmann leider nicht mehr gibt. Die habe ich mir damals auch mehrfach gekauft. Ich liebe diese Reihe, ich liebe diese Marke und ich liebe diese Maske. Feiere ich gerade total mit Macadamia-Nuss und Shea-Butter. Und es ist einfach eine super reichhaltige, pflegende Maske, die deine Füße weich macht und ja, ist ein geiles Produkt. Und Füße, wie gesagt, auch ultra wichtig zu pflegen, feiere ich sehr. Die Nummer 13 zeige ich dir sofort. Na komm, geh doch rein. Ha, okay. Die Nummer 13 ist hier unten und bringt hoffentlich kein Unglück. Ah, nein, aber einen alten Bekannten. Hier haben wir gleich viermal das Produkt drin. Wartet mal. Kann sein, dass manche auch verkehrt herum sind.
Hier haben wir vier von diesen kleinen länglichen Päckchen. Die erinnern mich irgendwie an diese Zuckerpäckchen von früher. Das ist von Alta Pharma, heiße Zitrone. Ich muss mir das mal durchlesen. Ich weiß auch gar nicht, ob hier überhaupt was draufsteht auf diesen schmalen Päckchen. Aber ich vermute ein Päckchen pro warme Tasse Wasser. Und ist halt auch gut fürs Immunsystem, hatten wir in den letzten Jahren immer drin. Aber es ist ein, ja, ich sag mal, All-Time-Favorite, den man immer benutzen kann. Und dieses Jahr werde ich zumindest einmal auf jeden Fall eines davon testen. Finde ich gut. Die Nummer 14 ist gleich nebendran, sehr groß. Wow, okay, dieser Kalender wird immer geiler. Das hatten wir auch noch nie. Wir haben hier von Isana eine Full-Size Q10 Augencreme drin. Meine Güte, das ist sehr cool auf jeden Fall. Hier haben wir so einen schmalen Applikator. Kann man dann super so unter die Augen drunter klatschen. Deswegen sieht man hier auch, der Kalender ist auch für ältere Häutchen was. Weil Q10 ist ein wundervoller Anti-Aging-Wirkstoff, den ich auch gerne mag. Sehr, sehr schön. Gefällt mir total gut. Passt auch zu den Augenpads, die wir vorhin hatten. Schließt so ein bisschen daran an, ne? Finde ich ein cooles Produkt. Und natürlich im Verhältnis, was man hier für den Kalender zahlt, ist das auch ein ganz schöner Klopper, ne? Cool. Wieso unterbrechen mich heute dauernd Leute, die hier hupen? Es ist irgendwie, ich weiß auch nicht. Die 15 ist sehr, sehr leicht. Aha, okay. Ja. Ich sag gleich noch was dazu. Self-Care steht drauf. Wow. Hier haben wir in so einem Mäppchen von For Your Beauty wiederverwendbare Augenpads. Habe ich zu Hause schon von einer hochwertigeren Marke, deswegen wird das hier weiter wandern. Ist aber ganz süß gemacht. Zwei Kritikpunkte. Ich finde es ein bisschen doppelt gemoppelt, weil wir hier die Esana Augenpads schon drin haben. Ich finde, Rossmann hat so ein breit gefächertes Sortiment und gerade in diesem Kalender, wo sowieso verschiedene Produkt- und Markenkategorien vertreten sind, kann man da schon auch was anderes machen als zwei Augenpads. Also ich liebe Augenpads, aber das finde ich gerade ein bisschen too much. Und ich finde auch, vielleicht sehe ich das falsch, schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare, wenn man solche Augenpads bekommt, fände ich ein Augenserum sinnvoller als eine Augencreme tatsächlich. Weil jetzt muss ich ein extra Produkt kaufen oder suchen, wenn ich es nicht da habe, um diese Augenpads hier verwenden zu können. Trotzdem an sich ein sehr cooles Produkt und ich denke, da wird sich auf jeden Fall jemand in meinem Freundeskreis drüber freuen. Die Nummer 16 verbirgt sich hier zwischendrin. Okay, da ist etwas Schmales drin. Ein weiteres For Your Beauty Tool und zwar so eine Pinzette. Und hier vorne seht ihr das, die ist angeschrägt. Finde ich okay. Sieht so semi-hochwertig aus. Wir wollen uns aber nicht zu sehr beschweren. Wir haben 1 Euro für diese Pinzette bezahlt. Und ich finde, sie entspricht einer 1-Euro-Pinzette. Ich kenne mich damit aber auch nicht so gut aus. Von daher will ich keine zu harsche Kritik äußern. Vielleicht findet meine Mutter das cool und findet dafür Verwendung. Ich benutze sowas nicht. Es ist an sich aber ein sinnvolles und praktisches Tool, das hier in den Kalender auch ganz gut reinpasst. Die 17 ist hier oben. Wieder so ein Büchslein. Ist ein bisschen schwerer. Aha, ein alter Bekannter. Den hatten wir in der Isana Adventskalendergeschichte auch schon mal drin gehabt. Das ist eine Einmal-Haarkur. Arganöl und Cranberry ist hier drin. Ist nicht schlecht, werde ich aber weitergeben, weil wie gesagt, ich habe sie schon mal verwendet. Die könnt ihr auch das ganze Jahr über im Rossmann kaufen. Ist im Standardsortiment drin. Finde ich aber cool, dass sie hier drin ist, denn für die Haare hatten wir bisher noch gar nichts drin. Und es ist an sich kein schlechtes Produkt. Die Nummer 18 ist hier. Ist auch so ein Böckslein. Aha, da haben wir noch eine Ampulle drin. Die sieht genauso schön aus. Ich finde diese hellen, sind das Sternchen oder Tupfen? Ich sehe es nicht. Ach Gott. Ist wieder eine Ampulle. Auch die zeige ich euch gerne. Steht auch gar nichts dazu drauf. Wahrscheinlich auf der Ampulle winzig klein, aber passt schon. Das hier ist eine Pro-Retinol-Ampulle. Also wie gesagt, wir haben hier auch durchaus was für reife Häutchen enthalten. Finde ich schön. Retinol ist ein geiler Wirkstoff, mag ich total, wenn man das natürlich verträgt. Bakuchiol wäre vielleicht angenehmer gewesen, aber viele vertragen das auch. Und ansonsten haben wir ja hier auch die Hyaluron-Ampulle drin. Ich finde diese Konzeption, wie gesagt, sehr, sehr schön. Aber ich fände es auch gut, wenn jetzt keine Ampulle mehr kommt. Wir haben jetzt zwei verschiedene drin. Das reicht auch aus, finde ich.
So. Die 19 ist direkt daneben. Ein bisschen schwerer auch. Bin gespannt. Ui, bist du schön. Oh, das ist cool. Wieder was für die Haare. Und zwar hier so eine goldene Metallhaarspange von For Your Beauty. Die sieht mal richtig schön aus. Spricht auch das Thema Weihnachten an mit dieser wunderschönen goldenen Farbe. Fühlt sich wertig an durch das Metall natürlich. Und es ist wieder was für die Haare. Das finde ich wundervoll. Ich habe mir gerade neulich erst eine mit Schmetterling gekauft. Aber ich bin mir sicher, jemand in meiner Familie wird sich auch über dieses Produktchen freuen. Die 20 ist hier ein etwas größeres Türchen. Ah, das klingt doch nach was zum Baden. Tada! Und ich hatte recht, wie schön. Ja, und zwar haben wir hier von Alterra Naturfreunde ein Badesalz drin. Ich finde, Winter ist generell die Zeit zum Baden. Ich bade aber auch im Sommer, im Herbst und im Frühling. Da kenne ich nichts. Und das hier riecht tatsächlich sehr interessant nach Rose. Finde ich. Ich dachte, das riecht eher kräuterig. Ich habe aber so viel zum Baden. Also da wird sich auch jemand anders drüber freuen. Trotzdem ein süßes Geschenk. Und es ist schön, weil wir bisher nicht so wirklich viel für den Körper drin hatten. Ich glaube, nur die Fußmaske tatsächlich. Und ja, finde ich schön. Ist ein cooles Produkt und passt in den Kalender rein. 21. Die 21 ist nochmal so ein Böckchen hier. Das riecht sehr interessant nach Tee. Ah, und wir haben auch Tee drin. Das hatten wir in den letzten Jahren öfter. 3 Teebeutel, immer von King's Crown, aber verschiedene Sorten. Und hier haben wir jetzt 3-mal den Bratapfeltee. Das ist ja der Hammer. Oh, der riecht echt gut. Ich bin eigentlich keine Teetrinkerin, aber ich glaube, den werde ich mir mal kalt aufbrühen und zumindest einen der Beutel probieren. Und ich weiß, dass mein Freund Tee trinkt und seine Familie und 1-2 Freundinnen von mir auch. Und vielleicht schenke ich dem das einfach mal so. Finde ich aber eine coole Geschichte. Tee gehört einfach zum Entspannen und zum Winter und zum Advent dazu. Und deswegen finde ich, ist das hier wundervoll platziert. Man kann kurz vor Weihnachten dann sich nochmal entspannen und eine herrliche Tasse Tee mit seinen Liebsten trinken. Das finde ich sehr, sehr schön. Die 22 ist nochmal ein riesiger Klopper, aber nicht besonders schwer. Ah, das hat auch gefehlt. Das stimmt, jetzt wo ich sehe. Wir haben hier eine Kollagen-Boost-Tuchmaske von Isana. Schöne Sache. Kollagen ist auch ein wichtiger Wirkstoff, den unsere Haut nicht selbst produziert oder zumindest nicht nur. Und deswegen coole Sache, dass wir hier sowas drin haben. Werde ich aber wahrscheinlich weitergeben. Ich habe so viele Masken, genauso wie Badezusätze da. Und ich behalte mittlerweile keine Produkte mehr, bei denen ich sage, schön, aber. Wenn, dann müssen mir die Produkte zu 110% gefallen, weil sonst benutze ich sie nicht, das weiß ich. Und zum Rumliegen sind sie eindeutig zu schade. Aber für 1 Euro pro Türchen haben wir hier bisher eine ganz tolle Auswahl gehabt. Und selbst wenn man mal 5-6 Sachen nicht behält, lohnt sich der Kalender trotzdem und man hat wirklich nette kleine Geschenke für seine Liebsten. Die 23, Tag vor Heiligabend, ist neben dem Nikolaus. Super leicht, okay. Huchelchen, bleibst du da? Spannend, hatten wir in den letzten Jahren auch noch nicht drin. Guckt mal. Hier haben wir einen Black Eyeliner von Rival Loves Me oder Rival The Loop. Eins von beiden. Ja, benutze ich zwar nicht, aber es ist auch mal interessant, sowas hier drin zu haben. Ja, warum denn eigentlich nicht? Finde ich nicht schlecht. Oh, ich habe das Türchen ein bisschen zerknickt. Ja. Trommelwirbel, jetzt kommt es zur 24. Die ist super klein, aber verdammt schwer. Richtig schwer. Okay, das ist in so einem Tütchen eingepackt. Das seht ihr nicht. Ich packe es mal für euch aus, ja. So, hier in so einem Säckchen drin. Guckt mal. Okay, also ein Gua Sha aus massivem Zink. Von For Your Beauty in dieser klassischen Gua Sha Form, dass der auch in der Hand liegt. Und guckt mal, hier kann man so einen Ring durchstecken oder den irgendwie aufhängen. Man soll damit schöne Massagen durchführen können und auch sich Gesichtspflegeprodukte gut einarbeiten können.
Finde ich tatsächlich eine sehr lasche 24, weil Rossmann ein viel besseres Sortiment hat. Da hätte ich mir tatsächlich den Nagellack oder das Öl, das Orangenöl in der 24 gewünscht. Also für nächstes Jahr bitte gerne was anderes, vielleicht eine Duftkerze, ein schönes Deko-Element oder doch noch ein Make-up-Produkt oder was anderes. Wir hatten ja auch sehr wenig Körperpflege hier enthalten. Ich packe das mal wieder so zurück, denn ich werde es nicht behalten. Jeder, der irgendwie mehrere Beauty-Kalender geöffnet hat schon oder der sich mit Beauty-Boxen näher befasst hat, wird mindestens 5 von diesen Guachas zu Hause haben. Und auch wenn der sehr hochwertig aussieht, wenn du überlegst, 1 Euro habe ich dafür bezahlt, bin ich trotzdem ein bisschen unglücklich über diese 24, weil Rossmann da ganz andere Möglichkeiten hätte, wundervolle Sachen hier reinzupacken. So, jetzt aber kurz zum Fazit. Ich finde, wenn ich hier so auf meinen Schoß gucke und mir überlege, was für tolle Dinge wir hier drin haben, sage ich einfach nur Chapeau und Wow. Nicht nur die tolle neue Umverpackung, sondern ich finde auch das Preis-Leistungs-Verhältnis, was man hier für 1 Euro pro Türchen für 23,95 geboten bekommt, ist einfach nur wunderschön. Wir werden durch die Adventszeit begleitet, es wird sich um unsere Gesundheit gesorgt, wir können Tee trinken, goldene Milch, heiße Zitrone, wir können mit ganz vielen Accessoires, Pinzette, Augenpads, Haarklammer und, uns verschönern. Wir haben tolle Sachen, wir können baden, eine Maske machen, unsere Hände und Nägel schön machen. Also wirklich tolle Produkte, eine wunderschöne Markenvielfalt und ne, bei den Drogeriekalendern ist es mit dem Warenwert immer so eine schwierige Geschichte. Daher sage ich dazu gar nichts Negatives. Ich finde, wir haben hier einige tolle Full-Size-Produkte. Und ich weiß, dass solche Duftöle nicht günstig sind. Diese Trinkampulle alleine kostet 3 Euro. Die Augencreme und Handcreme, die werden auch jeweils 2-3 Euro kosten. Ich finde, wir haben hier durchaus ein paar hochwertige Schätzchen enthalten. Und dieser Kalender zeigt, auch Drogerie kann durchaus wundervoll und sehr hochwertig sein. Also von meiner Seite aus absolute Kaufempfehlung. Ich würde mich über so einen Kalender richtig freuen, wenn man mir den schenken würde. Der ist nicht teuer und man hat hier eine tolle Produkt- und Markenvielfalt drin. Also richtig cool. Schreibt mir eure Meinung doch gerne mal in die Kommentare. Wenn euch das Video und auch der Kalender gefallen hat, dann gebt doch dem Video gerne ein Daumchen nach oben. Und wie gesagt, abonniert mich gerne und aktiviert die Glocke, um die nächsten Videos nicht zu verpassen. Und schaut auch gerne auf Instagram vorbei. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Ich hoffe, ihr konntet die gemeinsame Me-Time genießen und ein bisschen euch schon auf Weihnachten einstimmen. Ich sage euch jetzt schon, es werden dieses Jahr nicht so viele Adventskalender, aber es werden noch ein paar Folgen. Bleibt also gespannt und bleibt dran. Vor allem aber bleibt gesund, fühlt euch gedrückt und wir sehen uns ganz bald wieder im nächsten Video. Ciao!